Es wurde lange befürchtet und jetzt bestätigt. Bahnbrechende Erkenntnisse und Erfindungen in der Wissenschaft werden immer seltener. Und das in allen Bereichen. Liegt es in der Natur der Sache? Fördern wir die falschen Studien? Oder ist der Fortschritt jetzt einfach vorbei? Wir haben uns die Studie angeschaut, die das herausgefunden hat, und mit einer Vertreterin der Deutschen Forschungsgemeinschaft gesprochen, einem der größten Geldgeber für Wissenschaft in Deutschland. Also, was ist da los? Ist die Wissenschaft am Ende? Im Januar erschien eine Studie in Nature, für die die Forschenden eine nie dagewesene Anzahl an Veröffentlichungen auf ihre Disruptivität überprüft haben. Die Idee? Disruptive Fachartikel revolutionieren das Denken über mehrere Fachgebiete hinweg und werden dann auch von Forscherinnen und Forschern zitiert, die aus anderen Fachbereichen kommen. Das Gegenteil davon sind konsolidierende Fachartikel, die die bestehende Forschung bestätigen und ergänzen. Das interessiert dann nur die Forschenden im selben Fachgebiet. Die Studie schaut sich deshalb an, wann welche Artikel von wem zitiert wurden. Und das Ergebnis ist ernüchternd. Seit den 1950ern ist ihr Maß für Disruptivität in wissenschaftlichen Fachartikeln um über 90% gesunken. Das hier ist uns verloren gegangen. Das heißt, krasse Erkenntnisse, die aus ihrem eigenen kleinen Spezialbereich ausbrechen und so einen Großteil der Wissenschaft beeinflussen, werden immer seltener. Die Ergebnisse haben sie mit weiteren Methoden bestätigt. Für Details schaut dazu gerne mal in die Quellen. Das Originalpaper ist frei zugänglich. Okay, das Ergebnis ist nicht gut. Das findet auch Dr. Annette Schmidtmann, Leiterin der Abteilung für fachliche Angelegenheiten der Forschungsförderung bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ich denke, wir brauchen aufgrund der, gerade in der jetzigen Zeit auch aufgrund der vielen Probleme, die wir in der Welt haben, brauchen wir eigentlich ständig neue Forschungsergebnisse, um mit diesen Problemen umzugehen. Also, warum bleiben die großen Sprünge aus? Die Antwort ist wie immer kompliziert. Man sollte meinen, je mehr Wissen es gibt, desto mehr neue Erkenntnisse bekommt man auch. Oder, wie es Isaac Newton ausgedrückt hat, wenn ich weiter sehen konnte, dann, weil ich auf den Schultern von Riesen stand. Diese Riesen waren nie so groß wie heute. Die Wissenschaft wächst seit vielen Jahrzehnten weltweit exponentiell. An fehlendem Wissen und fehlendem Personal kann es also nicht liegen. Vielleicht wird es schlicht immer schwieriger, revolutionäre Erkenntnisse zu gewinnen. Im Englischen spricht man hier von low-hanging fruits. Also wenn das Wissen der Welt wie Früchte an einem Baum hängt, dann kommt man an die Früchte an den unteren Ästen am einfachsten. Sobald die aber gepflückt sind, muss man den Baum immer höher klettern und das wird dann immer schwieriger. Die low-hanging fruits haben wir also vielleicht in den letzten Jahrhunderten schon gepflückt. Kopernikus, Galileo und ihre altgriechischen Vordenker stellten unsere Vorstellung vom Kosmos ganz ohne Teleskope und Computer auf den Kopf. Heute vernetzen Hunderte von Forscherinnen und Forschern riesige Radioteleskope rund um den Erdball und werten die Daten mit Supercomputern aus, um dann doch nur wieder die Relativitätstheorie zu bestätigen. No shade! Fotos von schwarzen Löchern sind Hammer und super informativ, aber ihre Existenz ist eben eigentlich auch keine Überraschung mehr. Und dann kommt noch dazu, Wissenschaft ist heute einfach wahnsinnig kompliziert. Vielleicht stoßen wir Menschen inzwischen einfach an unsere Kapazitäten. Bahnbrechende Ideen entstehen oft nämlich durch das Kombinieren von Wissen aus unterschiedlichen Bereichen. In der Renaissance war das einfach. Da konnten Universalgelehrte sich noch alles verfügbare Wissen zu einem Problem aneignen. Heute ist jeder einzelne Forscher und jede einzelne Forscherin voll damit beschäftigt, auf dem neuesten Stand des eigenen Spezialgebietes zu bleiben. Das würde auch erklären, warum die Studie herausfand, dass sie immer weniger über den Tellerrand schauen. Genau wie wir uns heute mit der Zukunft der Wissenschaft auseinandersetzen, sollte sich jeder von uns auch mit seiner persönlichen Zukunft auseinandersetzen, insbesondere mit Hinblick auf die Altersvorsorge. Ja, ich weiß, das Thema ist nicht besonders sexy, aber es ist extrem wichtig. Clark kennt ihr vielleicht schon. Die App kann euch dabei helfen, den Überblick über eure Altersvorsorge zu behalten und sie zu optimieren. Gerade wenn man noch am Anfang des Berufslebens steht, kann es aufgrund der langen Ansparphase mega sinnvoll sein, sich zusätzlich zur gesetzlichen Rente auch über eine private Rente Gedanken zu machen. Und hier kann es bestimmt nicht schaden, sich Clark mal anzuschauen.
In der App könnt ihr eure zukünftige Altersvorsorge ganz einfach über das Rentencockpit checken lassen, um herauszufinden, welche Altersvorsorge für euch sinnvoll ist. Es gibt auch die Möglichkeit, euch am selben Tag noch dazu in einem Gespräch beraten zu lassen. Wenn ihr euch für Clark entscheidet, denkt dran, ihr unterschreibt damit ein Maklermandat. Nur so kann die App für euch Versicherungen abschließen, wenn ihr euch eine ausgesucht habt. Wenn ihr bereits bestehende Versicherungen habt und diese mit Clark teilt, dann erhaltet ihr einen Gutschein von bis zu 45 Euro, den ihr bei vielen verschiedenen Marken einlösen könnt. Zur Clark-App kommt ihr über den QR-Code hier oder über den Link unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr den nutzt oder den Code Watson verwendet, dann unterstützt ihr damit auch noch wie immer uns und unsere Videos. Vielen Dank dafür. Dass die großen Sprünge in Forschung und Entwicklung ausbleiben, könnte also einfach in der Natur der Sache liegen. Einfach weil Wissenschaft immer schwieriger und irgendwann dann eben zu schwierig wird. Ist es das, was wir beobachten? Wird es für uns Menschen so komplex, neue Durchbrüche zu erzielen, dass die Wissenschaft einfach zum Stillstand kommt? Bevor wir jetzt eine existenzielle Krise bekommen, vielleicht liegt es ja gar nicht an der Natur des Wissens, vielleicht liegt es daran, wie wir Wissenschaft betreiben. Wie die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft kreativer und produktiver Arbeit im Weg stehen können, darüber haben wir schon in einem anderen Video gesprochen, das ihr euch hier gerne anschauen könnt. Jetzt wollen wir wissen, ob das Ausbleiben großer Innovationssprünge an der Förderung liegt. Darüber haben wir mit Frau Dr. Schmidtmann von der DFG gesprochen. Wird nur noch kleinschrittige Mainstream-Forschung gefördert, statt mutiger und innovativer Forschung? Aber erstmal, wer ist denn eigentlich die Deutsche Forschungsgemeinschaft? Die DFG ist der größte Anbieter von Drittmitteln. Drittmittel sind eine Art Zuschuss für laufende Forschungsprojekte. Also zunächst forscht man mit dem Geld von der Uni an seinem Interessengebiet und wenn man etwas Großem auf der Spur ist, dann kann man für eine befristete Dauer zusätzliche Mittel bei der DFG beantragen. Die Aufgabe der DFG ist ganz kurz gesagt die Förderung der besten Forschung. Nice, aber was heißt das? Die DFG fördert gut ausgearbeitete Forschungsprojekte von Forschenden, die die notwendigen Kompetenzen mitbringen. Und zwar unabhängig vom Thema. Das heißt, wir haben schon einmal zwei Stellen in der Förderung von Wissenschaft, wo die Themenwahl ganz den Forschenden überlassen wird. Die Uni und die DFG. Auch an einigen Forschungsinstituten haben die Forscher komplett freie Themenwahl, zum Beispiel an Max-Planck-Instituten. Innovative Forschung wird hier also erstmal nicht zurückgehalten. Parallel dazu gibt es aber auch andere Strategien. Zum Beispiel vom zweitgrößten Anbieter von Drittmitteln, dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wenn der Bund beschließt, auf diesem Gebiet brauchen wir mehr Forschung, dann wird gezielt gefördert. Zum Beispiel haben sie die Einrichtung von 100 Professuren finanziert, die nur an künstlicher Intelligenz arbeiten dürfen. Aber die DFG soll vor allem neugiergetriebene Grundlagenforschung fördern, damit immer genug Wissen bereitsteht, um zukünftige Krisen zu bewältigen. Wir wissen nicht, was morgen passiert und was übermorgen passiert schon gar nicht. Und wir müssen einfach in allen Bereichen der Forschung präpariert sein, möglichst viele Ideen, möglichst verschiedene Ansätze, verschiedene Methoden einfach auszuprobieren, sie weiterzuentwickeln, um sie dann im Bedarfsfall sozusagen neu zu kombinieren und sofort für die Fragestellung einsetzen zu können. Also eigentlich ist das ein Wappnen für die Zukunft, was wir hier machen. Okay, cool. Der Großteil der öffentlichen Förderung schränkt die Forscherinnen und Forscher also nicht grundsätzlich ein. Man kann den Mainstream verlassen, wenn man möchte. Unis und Max-Planck-Institute stellen sogar Geld zur Verfügung, ohne dass einzelne Projekte geprüft werden. Das sieht allerdings bei der DFG anders aus. Sie gehen mit dem öffentlichen Geld vorsichtiger um. Das heißt, Projekte, die den Mainstream verlassen, also tendenziell eher riskant sind, haben schlechtere Karten. Wir tun uns als Drittmittelförderer schwer, Ideen zu bewerten, für die es noch keinerlei Proof of Concept gibt oder wo die Gutachter sagen, das halten sie für kritisch, das zu fördern, weil es ist nicht sicher, ob das Erfolg bringt. Das kann man in bestimmten Programmen tun, das machen wir auch. Aber wenn wir ein Übermaß von Projekten fördern würden, bei denen kein Ergebnis rauskommt, dann würde sich der Steuerzahler und die Geldgeber mit Recht fragen, liebe DFG, was macht ihr da? Man kann also nicht einfach schreiben, ich brauche Geld und dann bekommt man das auch. So wie Otto Warburg 1931. Kein Scherz, der Antrag hat noch nicht mal ein Satzschlusszeichen und hat trotzdem funktioniert. Bei mir wäre das ja schon an meiner Grundschullehrerin gescheitert. Stattdessen muss man eine Gutachtergruppe überzeugen, dass das Forschungsprojekt mit ziemlicher Sicherheit einen Erkenntnisgewinn bringen würde. Dafür braucht man vielversprechende erste Ergebnisse und man muss sich bereits durch gute Arbeiten hervorgetan haben, die in prestigeträchtigen Journals veröffentlicht wurden. Zum Publikationsdruck in der Wissenschaft könnt ihr euch übrigens auch dieses Video hier anschauen.
Auf der einen Seite ist es natürlich gut, dass man mit Steuergeldern verantwortungsvoll umgeht und das ist auch auf jeden Fall richtig so. Auf der anderen Seite, wenn eine ganze Gruppe von Leuten ein Projekt begutachtet und jeder seine Bedenken einfließen lässt, werden wirklich mutige und innovative Projekte dann nicht eher aussortiert? Das ist sicherlich so. Dazu gibt es ja auch wissenschaftliche Untersuchungen, die das bestätigen. Und das kann man sich auch als Laie gut vorstellen, weil eine Gruppe von 10 Wissenschaftlern da sitzt und hat 100 Anträge zur Bewertung vorliegen, kann aber nur 30 davon fördern, weil mehr Geld ist nicht da. Dann muss diese Gruppe sich irgendwie einigen. Im Ergebnis wird bei der DFG also doch konservativer gefördert als vielleicht gewünscht. Aber Dr. Schmidtmann ist überzeugt, dass die Förderung mutiger Ideen auch bei der DFG nicht völlig unter den Tisch fällt. Da braucht man im Grunde eine Person in der Gutachtergruppe, die sagt, und ich glaube daran. Und ich finde, da hat sie was gefunden und das müssen wir machen. Und es lohnt auf jeden Fall, dieses Projekt zu fördern. Und wenn nichts daraus kommt, sind wir auch schlauer. So einen Advokaten braucht man dann. Und ich glaube, dass wir eigentlich für unsere Fachkollegen bei der DFG sagen können, wenn ein solches Projekt da ist, wo jemand spürt, da ist was dran, dann gibt es diesen einen Advokaten, dann gibt es diese Advokatin auch, die sagt, und das müssen wir jetzt mal riskieren, Leute, reißt euch zusammen, das machen wir jetzt, das fördern wir. Also diesen Spirit, behaupte ich jetzt mal, den gibt es in unseren Gutachtergruppen. Okay, die Förderung innovativer und mutiger Forschungsprojekte ist also grundsätzlich möglich, vor allem wenn die Mittel von der Uni oder dem Forschungsinstitut kommen. Bei der DFG sind zwar alle Ideen willkommen, aber man ist beim Geldverteilen dann doch etwas vorsichtiger. Und das gilt natürlich auch für die anderen Drittmittelanbieter. Ein weiteres Hindernis für wirklich bahnbrechende Forschung ist wohl auch die internationale Konkurrenz. Unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zählt vor allem Geschwindigkeit. Ins Geschichtsbuch kommen immer nur die Ersten. Jeder kennt Charles Darwin, niemand kennt Alfred Wallace. Und das bedeutet, dass man natürlich auch schaut, dass man, sobald man einige Ergebnisse zusammen hat, die auch direkt publiziert. Man kann etwas pointiert sagen, man schaut auch auf die kleinste publizierbare Einheit. Der Konkurrenzdruck verhindert also, dass einzelne Forschungsartikel unerwartete, bahnbrechende Erkenntnisse kundtun, weil jedes bisschen an neuer Erkenntnis sofort veröffentlicht werden muss. Auch der Ideenaustausch zwischen den Fachbereichen ist unter diesem Konkurrenzdruck schwierig. Solche interdisziplinären Projekte dauern schlicht sehr lange. Dr. Schmidtmann hat uns erzählt, dass die Antragstellenden schon 1 bis 2 Jahre einplanen, in denen sich die Beteiligten gegenseitig nur auf den jeweiligen Stand der Forschung bringen. Die eigentliche Forschung kommt erst danach. Man kann heute also nicht mehr jahrzehntelang an einer Veröffentlichung arbeiten, sich mit den Kollegen aus dem weiteren Umfeld austauschen und dann ein großes Lebenswerk herausgeben, das Kreationisten vom Glauben abfallen lässt. Dafür haben wir heutzutage keine Zeit mehr. Auf der anderen Seite ist die Wissenschaft in Deutschland zumindest grundsätzlich so eingerichtet, dass mutige und innovative Forschungsprojekte jenseits des Mainstreams eine Chance bekommen. Okay, aber was heißt das jetzt alles? Wir erleben immer seltener Sprünge in Forschung und Entwicklung. Das sehen wir in verschiedenen Daten, hier übrigens auch zum Beispiel die Patente, die jedes Jahr angemeldet werden. Es könnte in der Natur des Wissens liegen, dass es immer schwieriger wird, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Aber das Gespräch mit der DFG hat uns gezeigt, dass es auch viele systemische Zwänge in der Wissenschaft gibt, die dazu führen, dass kleinschrittige Forschung mit geringem Risiko eher bevorzugt wird. Die populistische Reaktion wäre jetzt, mehr Zeit und Geld für die Forschung zu fordern. Insbesondere für die Universitäten, wo Professoren und Professorinnen recht frei mit ihren Forschungsbudgets umgehen können. Aber so einfach ist es dann doch wieder nicht. Denn wegen der vielen Faktoren, die hier eine Rolle spielen, bleibt die Frage, ob die Ressourcen dann wirklich gewinnbringend eingesetzt würden. Was denkt ihr über das Thema? Mich würde das sehr interessieren. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare und lasst uns dort diskutieren. Aber am Ende bleibt jetzt doch die Frage, ist die Wissenschaft denn nun am Ende? Ich glaube, dass der menschliche Geist, wenn er an Grenzen ankommt, dann eher versucht, diese Nuss zu knacken und diese Hürde zu überwinden und wieder neue Ansätze zu finden. Also ich glaube, dass das, was Wissenschaft spannend macht, das wird nie aufhören und die Anzahl der Fragen, die man untersuchen kann, die wird auch nicht weniger werden. In diesem Sinne, bleibt neugierig. Euer Cedric.